Einen wunderschönen guten Abend. Es gibt mal wieder ein die Post war da, diesmal etwas größeres Paket. Ich muss mein Mikrofon ein bisschen weg, du. Das Paket ist zu groß. XXXXXXXXL. Schalten wir um auf die andere Kamera. So. AT-Prinzessin produziert Merch für ganz viele. Alles komplett voll mit Merch. Einmal sind zwei Wickelmatte. Ich würde sagen, ich packe mal alles aus. Versuche das dann irgendwie nachzuzeigen. Dann habe ich eine Wickelmatte. Problem ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob das sind die Wickelmatte gewesen und das sind die Thekenmatte. Der ist der größer. So, und jetzt kommt. Hört man mir eigentlich gut? Ich glaube, ich muss mein Mikrofon ein bisschen lauter einstellen, weil ich einfach weiter weg bin vom Mikro als ich normal. Hallo, hallo, hallo. So. Ich hole jetzt erstmal alles raus, bevor ich da jetzt irgendwie versuche, was rumzupacken. So. Das ist die Rechnung, das interessiert euch, denke ich mal, weniger. Und da muss ich eh gucken, dass ich da nicht außer sehr wieder meine Adresse in die Kamera halt. So, also die Schachtel ist leer. Uiuiuiui, ui, ui. Da bin ich total überfordert mit so großen Sachen am kleinen Schreibtisch. Will ich überhaupt wissen, was da komisch ist? Was das Wichtigste ist, das kannst du Frauchen geben. Also ich habe auf jeden Fall jetzt mal vorgesorgt, ich habe mir ein paar Tassen bestellt. Ein paar Tassen mit meinem Logo drauf. Ich habe erst die Bestellung gemacht und dann habe ich gewusst, dass man eigentlich auch einen größeren Aufdruck drauf machen kann. Und habe dann nochmal eine neue Tasse entworfen und habe die dann natürlich dann gleich öfters bestellt, weil ich finde jetzt echt mega. Vorne mein Logo und egal ob ich Linkshänder bin oder ob ich Rechtshänder bin, immer Puls 20. Die Rechnung, ich kann die Frauchen geben, okay. Ich glaube, die will die Rechnung ittern. Da kriege ich bloß Schimpfe, wenn sie die Rechnung sieht. So, also ich habe mir 5 von den neue Tasse bestellt und ich glaube, eine war es von dem ursprünglichen Design. Beide Seiten weiß und nur auf der Vorderseite das Logo von mir drauf. Sabrina, bist du noch hier? Du bist doch, glaube ich, Moderator bei mir im Chat, oder? Nein, Sabrina ist kein Mod. Die macht Sabrina schnell zum Mod und Sabrina, die
die postet bestimmt geschwind den Link, wo man das alles bestellen kann, wo ich jetzt eine auspacke. So, ich packe jetzt erstmal alles aus. Hey. Tassen. Und auf die Tasse bin ich eigentlich am allermeisten gespannt, weil das ist eigentlich eine Thermoskanne. Aus Aluminium. Was ist, hört man, denke ich mal, oder hoffe ich mal, dass man es gut hört. Ich muss mein Mikrofon wieder ein bisschen runterpegeln. Thermoskanne mit einem Deckel oben drauf. Das, wie man den drehen muss, dass er aufgeht, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ah, hier wahrscheinlich. Ja, dann muss ich noch rauswenden, wie ich die Tasse aufkriege. Ich habe echt keine Ahnung. Auf jeden Fall passt da, glaube ich, 450 Milliliter rein oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall eine etwas größere Tasse, wenn man die jetzt mit der vergleicht. Aus Aluminium. Mit Thermosfunktion. Im neuen Design und da müsste jetzt die gleiche Nummer kommen im alten Design. Wo dann vorne bloß mein Logo drauf ist. Und die kann man alle beim Frank Besteller, so wie man es möchte, ob man so ein schlichtes Design will oder ob man so ein größeres Design will. Mir gefällt natürlich das größere Design besser. Aber das ist ja wie beim Aroma auch. Das, was mir gefällt, das ist halt nicht das, was jedem gefällt. So, jetzt habe ich mein ganzes Schreibtisch voll mit Tasse. Und keinen Platz irgendwo, dass ich die wegstapeln kann. Aber ich möchte jetzt mal die Wickelmatte angucken. So. Das ist halt doch bedeutend kleiner als wie meine Wickelmatte. Das heißt, die werde ich wahrscheinlich nur oben drauf legen können. In meiner Größe, wo es ich gern hätte, kann der Frank die leider nicht anbieten. So, und das ist jetzt die sogenannte Thekenmatte im neuen Design und drunter müsste die Thekenmatte im ursprünglichen Design sein. Aber ich sehe jetzt schon in der Kamera, die Kamera regelt den ISO runter, weil es da unten so hell ist. Dass, wenn jetzt irgendwas in der Kamera zeigen will, kann man das so auf jeden Fall besser erkennen als wie so. Also brauche ich definitiv hier dunkle Matte. Du schon wieder. Jawohl, Stefan, ich schon wieder. So, und das ist jetzt die sogenannte Thekenmatte. Und das hier, das sind eigentlich die normale Wickelmatten. Das ist jetzt auch im alten Design einer in Schwarz. Das ist
eine im neuen Design. Sieht man dann, hier sind halt so Wolke drin, der Mond ist drauf. Dass ich auf Twitch und auf YouTube zum Finden bin. Und dann wieder eine in Weiß. Was bei mir halt mit der Kamera nicht funktioniert, dann müsst ihr jetzt die Belichtung und alles komplett manuell machen. Weil wenn ihr halt sowas in Kamera zeigt, wenn ihr jetzt ranzoomt, wird es wahrscheinlich dann wieder nachregeln und wird es funktionieren. Aber sobald ich weiter weg bin, regel die Kamera runter, weil das Hell halt zu hell ist, das Weiß. Das ist bloß die Frage, nutze ich dann bei mir selber die Thekenmatte oder nutze ich tatsächlich die Wickelmatte? Ich glaube, die Wickelmatte, die wäre doch fast besser. Aber ich muss sie dann tatsächlich so nutzen, dass ich dann diese Matte unter der Matte lasse, weil ich habe halt hier oben ziemlich viel Fläche, da unten ziemlich viel Fläche. Und so kann ich jetzt das ausrichten und weiß dann immer, was ich auf meinem Gesicht wickeln muss. Wenn ihr irgendwas macht, das ist natürlich auch Schicht. Cool. Mega, ganz geschafft. War ein teurer Spaß. Da hätte ich mir was zum Dampfen kaufen können, was ganz Schönes. Aber dann hätte ich mein Logo heute auf dem Schreibtisch. Das war mir eigentlich fast das Wichtigste. Und die Tasse, die finde ich halt auch mega. Stefan, ich glaube, du brauchst auch eine neue Tasse. Die Tasse finde ich halt echt cool. Kann man eigentlich da gut drauf lesen. Ich habe da die Adresse mit drauf geschrieben, die Internetadresse. Twitch JD Vape Live. YouTube C JD Vapes. Ja, kann man definitiv gut lesen. Ich finde, das ist gut geworden. Gefällt mir. Also ich habe jetzt mehrere Tassen gekauft, dass ich jetzt tatsächlich anfangen wird, aus meiner eigenen Tasse Kaffee zum Trinken, weil bislang trinke ich halt immer noch aus so 0815 Tasse, wo schon überall die Ecke rausgebrochen sind, mein Kaffee. So, alle, wo das auf YouTube seht, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Video. Tschüss.